Hallo Freunde, willkommen zurück im schönen South Park. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe ein bisschen was verändert. Also das Outfit an sich nicht, die Waffen, das Equipment ist alles gleich geblieben. Selbst unser Kamerad hier drüben konnte uns nichts Besseres verkaufen. Ich habe ihm allerdings eine ganze Menge Kram angedreht und auch das doppelte, diesen doppelten Schönheitsfleck, den habe ich jetzt auch verkauft. Uns reicht ja einer. Ich habe uns mal diese Koteletten dran gemacht, zusammen mit unserer Frisur. Ja, kleines Quiz. An wen erinnert euch der? Ja, jetzt brauchen wir nur noch Krallen und dann geht's richtig ab. Aber ich fürchte, die werden wir nicht finden. Schade. Aber gut, ich finde es erstmal ganz cool so. Bis ich was von euch höre, bleibt das jetzt wahrscheinlich auch erstmal so. There it is. The Inn of the Giggling Donkey. Wobei das schon cool wäre mit dem Unterhemd und zwei Krallen. That's what Twitter says. Carrier Raven Butters. Sorry, that's what the Carrier Raven says. Craig and Token, guard the back door. Butters, Kenny, Sir Douchebag. Let's go inside. Ich bin gespannt. Stay close, Sir Douchebag. Ach komm, Katina-Musik wäre jetzt viel besser gewesen. A glass of meadow wine, please. No meadow wine today, only fairy ale. A pint of fairy ale, then. So, has, anyone seen the bard lately? Wie unauffällig er die Leute ausfragt. Super. A cup of fairy ale isn't much if not accompanied by some bardic poems and songs. Sure, he's here, all right. He's got a room down in the cellar. Ah, and I shall pay handsomely for his services. Sir Douchebag? Butters, Douchebag, go down and flush him out. Princess Kinney and I will be waiting here to murder him. Remember, the bard can use songs to enchant. Don't let him get to you. Verstanden. Ich bin gespannt. Das wird großartig, glaube ich. Okay. Was haben wir hier? Jede Menge Fässer. Muss das Lager sein? Verdammt, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Da war doch ein neuer Sticker dabei. Sorry, sorry. Genau, da. Ignorant 5 Rüstung. Kleine Nadel. Dann würden wir schon richtig viel Rüstung ignorieren mit unserem neuen Faustmesser. Ne, wir bleiben erstmal bei angewidert. Da kriegen wir noch Boni. Ah, Diablo 2. Vielleicht abgewandelt, aber das passt noch. Nein, er tut nur so. Warte aus, er tut nur so. Bisschen für Stimmung sorgen. Spielzeugauto. Und links vom Spielzeugauto sehen wir eine Mütze mit einer Feder. Uiuiui. Ich glaube, da lauert uns jemand auf. Oder versucht es zumindest. Hab dich entdeckt. I think I hear him. Warte, das bitte. Lange gesehen. Hello? Nicht hallo. Hallo. Und wie das Diablo 2 ist, auch wie toll. Prepare for battle, weaklings. Elves, fall in. Douchebag, it's a trap! It's a trap! You should have never come here, you humans. Nicht. I am a level 10 bard, and with my loot, I shall power up my elven guards with magical songs of enchant. With magical songs of enchant. With magical songs of enchant. Magical songs of enchant. With magical songs of enchant. Magical songs of enchant. With magical songs of enchant. Sorry, ich weiß, es macht mir nichts, aber ich finde das so lustig. Und South Park will ja auch, dass man drüber lacht. Das ist ja, ne? Alles ein bisschen arg auf die Spitze getrieben. So herrlich. Magical songs of enchant. Sorry. Magical songs of enchant. Ja, ja, machen wir, machen wir. Magical songs of enchant. Okay, Konzentration. Das könnte ein harter Kampf werden. Das ist Hardcore. There once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. Herrlich. Ach, ist das toll. Och, wie gern wäre ich bei den Elfen drüben. Das ist ja herrlich. Die haben richtig Beschwörungen. Hurry up!
Ich glaube, den Kampf lasse ich mir nicht kaputt machen durch so eine Beschwörung. Das machen wir anständig. Einmal Bogenschütze, gut durch, bitte. Hoppla. War das, mein Freund? Du könntest mir mal gerade helfen. Stop dicking around. Ja, ja, das kriegen wir alles hin. Nehmen wir bei ihm die positiven Effekte runter. Gute Sache. Und als nächstes haust du ihm mit dem Hammer der Gerechtigkeit voll auf den Kopf. So ungefähr stelle ich mir das vor. Aber. Hört auf, Butters zu vermöbeln! I have a nice lance that she set upon. The maiden from Stoneberry, who is also your mom. Aber, ey! Oh Gott, Butters geht gleich drauf auf. Okay, bisschen Teamplay. Erstmal kriegt Butters von uns einen großen Gesundheitstrank. Wir brauchen die eh nicht. Wir haben mächtiges Equipment. So, dann nehmen wir mit. Gut, der hinten dran blutet, das passt. Der vorne dran sollte kein großes Problem mehr sein. Siehst du das? So macht man das. Gut, wir heilen uns. Wir kriegen auch wieder Magiepunkte. Das ist eine feine Sache. Butters. Ich möchte nicht, dass du deine Blutung entfernst. Sechs Magiepunkte, verdammt, Butters. You're not waiting on me, are you? Nein. Und? So gehört sich das. Super. Hey. Nobody likes me. Och, Butters. Jetzt fangen die das Regenerieren an. Was kommt's noch hier? Da kriegst du aber gleich mal die Schaufel vor den 12. So, der andere blutet. Doch einfach auf. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Ja. Gut, wir haben zur Blutung 2 auf uns, aber wir haben den Kampf trotzdem ganz gut überstanden. Get down there and finish them up. I will protect this stick of truth. Ja, tu das. Also für Hardcore lief das schon gar nicht so schlecht, glaube ich. Ja gut, schauen wir uns mal die Umgebung an. Wie können wir da ein bisschen was... Ich vermute schreckliche Dinge. That's cheating. Gut. Probieren wir das mal aus. Wie war das noch gleich? Hey, Sir Douchebag, up here. Ja. Dass du da bist, aber du bist außer Reichweite. Müssen wir noch ein bisschen... Oder auch nicht. Gut, schauen wir mal hier unten. Oh, das war schlecht. Jetzt haben die uns zuerst gehauen. Okay. Du bist der Priester. Konterhaltung. Au! Hört mal auf, Butters zu vermulbeln. Wir reflektieren. Die legen ganz schön los, wenn man sie lässt. Gut, als erstes muss der Priester verschwinden. Das heißt, den meuchen wir mal richtig schick um die Ecke rum. Das war der Priester. Gut, als nächstes, Butters, du brauchst dringend Heilung.
Ups, wir haben keine großen Gesundheitstränke mehr, oder? Nein, haben wir nicht. Das ist schlecht. Wir sind richtig mies vorbereitet. Das heißt, der Kampf sollte schnell entschieden werden. Oder wir verzichten wieder auf Butters. Okay, ein bisschen was haben wir rausgeholt. Okay, verdoppelt seine Rüstung. Schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Als erstes mal negative Effekte runter. Ich mag das nicht verlangsamt zu sein. Der obere ist auf Konter. Das heißt, der obere kriegt einen Schneeball. Oh je, das habe ich jetzt total verpennt, oder wie? Na, ist so blöd. Uiuiui, Konzentration. Butters hat es nicht leicht. So, das war, glaube ich, reflektieren. Das heißt, den können wir im Nahkampf angreifen. Auch wenn es fast nichts bringen wird. Schon gar nicht, wenn man es verkackt. Okay. Der hier unten muss ein bisschen gestutzt werden. Blutet, angewidert. So, damit ist das eigentlich schon erledigt. Butters braucht wieder eine Heilung. Der frisst uns die ganzen Schokoriegel weg. Mensch, Butters. Tauschen können wir den auch nicht. Natürlich, Prinzessin Kenny ist ja mit Cartman unterwegs. Ja, dann. Oh, wie schlecht. Immer auf Butters. Armer Butters, das tut mir echt leid. Okay, der hier oben ist nicht mehr auf Kontern. Und er blutet nicht. Das heißt, wir sollten ihn vielleicht erledigen. So viel dazu. Ja, blute ruhig vor dich hin. Hab eine Idee. Mal schauen, was du so dabei hattest. Ja, das war jetzt ein bisschen unnötig, aber mein Gott. Siegreich. Mit der arme Butters. Müssen wir wirklich was machen, dass Butters bessere Ausrüstung kriegt? Ja, komm halt rein. I'll handle this. Was willst du hier handeln? Es ist alles erledigt. Ow, my ankle. I think it might be broken. Maybe I should take a look at it. Ja, mach das mal. Butters. Butters? Dann müssen wir da näher ran. Yes, sir. Go, go. There, buddy. You're gonna be okay. Thank you, Noble Paladin. My wound is healed. Can you get us upstairs? I think they locked us out. Nothing a level 12 thief can't take care of. You guys go ahead. Jetzt ist er schon Level 12. Wie levelt er so schnell? Da hat der China-Farmer am Start? Na gut. Funny old tank! Someone help! That came from the kitchen. Ach ja, das können die noch eine Weile machen. Da habe ich nicht eilig. Verdammt. Ja, ziemlich. Okay, das war der eine. Oh, der da hinten in der Gasmaske sieht ja fies. Aber hier kommen wir erst nicht durch, scheint's. Also müssen wir ihm doch helfen. Go, go. Genau. Ja, Butters könnte mit dem Hammer der Stürme beide in der hinteren Reihe erwischen und dann nehmen wir uns erstmal den in der Vorderen. Drei Rüstungen, interessant. Was waren das?
Gut, der Tank ist angewidert und blutet. So gehört sich das. Und das funktioniert auch. Jaha. Zorn der Elfen, Angriff erhöht. Das ist eine tolle Fähigkeit. Richtig, so war das. Ach, das lohnt sich ja fast nicht. Was soll's? Futsch ist futsch. Das war ganz schlecht, aber es hat gereicht. Das zählt. Ja, Butters könnte den fast schaffen. Mit dem habe ich es gerade noch nicht so eilig. Er hätte es geschafft. Nicht ganz. Reflektieren, okay. Kampfangriffe. Ups. Ich bin jetzt ein bisschen verwöhnt von unserem Charakter hier. Butters hält überhaupt nichts aus. Man, I could be watching TV right now. Okay, mein Plan ist, den wegzukontern, weil für einen Angriff, ja, hat er zu wenig. Und bei ihm können wir das Schild mit Blüten erhöhen. Angewidert ist erhöht. Na, das flutscht hier richtig. Jetzt müsste mal wieder eine Heilung kommen bei uns. Oder man gewinnt einfach. Nö. Ja. Das klingt gut. Your word is the command, my lord. I'm not dead, you can't loot me yet. Ach, Manu. I'm not dead, you can't loot me yet. Ach, Manu. Entschuldigung, ihr Elfen. Quit it. I'll get you back. Ja, ich glaube, das könnte ich jetzt die nächsten paar Minuten machen. You think that's fucking funny? Ja, ist es. Aber ich glaube, das ist für euch nicht so ganz. Lucky shot. Also gut, Butters. Nee. His powers were too strong. The bard, he's up in one of the rooms. They took Princess Kini. They took her upstairs. I'm sure they're gonna rape her. Don't let them rape Princess Kini. Nee. Okay, für Kenny. Ach, Tempotränke sind voll. Da könnten wir vielleicht auch mal welche benutzen. Und ich glaube, da war wieder. Da war ich zu schnell, verdammt. Ich. Was macht denn der? Nö. Der Patch müsste ein Nahkampf-Patch gewesen sein. Nein, war es nicht. Also war es Rüstung. Genau, macht. Distanzangriffe 5 Schaden mehr. Nee, also Distanzangriffe machen wir zu selten. Da haben wir viel, viel bessere Fähigkeiten. Take out the new kid while I go upstairs and make contact with the King of Elves. Jetzt kommen wir hier unten vorbei. Ach, Menno. Nein, Butters, du sollst dann. End of the line, fucker. Na also. We should give this in a really mean online review after we're done. Use your magic on the front door, douchebag. Ja, aber ich mag das nicht. Ja, ist ja recht. For the KKK. Ja, doch. Ach, verdammt, jetzt waren die zuerst dran. Das heißt, Butters stirbt wieder. Elfischer Hexenjäger. 40 Rüstung, 585 Leib. Und brennt uns an. Ach. Oh, meine Fresse. Okay, das habe ich mir schon gedacht, dass der fies ist. Aber dass der so abgeht. Herrlich. Okay, als erstes machen wir mal das Feuer aus. Sehr gut. Als nächstes. Es ist Ten. Heißt das, wir können den gar nicht betäuben? Das riskiere ich jetzt nicht. Meucheln. Zwei Blutungen drauf. Richtig viel Schaden machen. So ist gut. So, Butters. Du darfst mich jetzt mal berühren.
haben wir schon lange nicht mehr gebraucht, aber ich will es nicht riskieren. Ja, ihr seht schon, auch von Fremdheilung, dann haut's richtig rein. Ja. Bacchus darf sich mal um den elfischen Posten kümmern. Ich glaube, damit hat er genug zu tun. Ja, hat funktioniert, war das. Der konzentriert sich, das klingt nicht gut. Immun gegen angewidert, klar, hat die Gasmaske auf, aber drei Blutungen, das rockt. Elfischer Posten, den schaffst du, Butters, go go. Oder auch nicht da. Jetzt erhöht er auch noch mal seine Rüstung. Warum machen wir beim Kontern keine Blutung drauf? Alles klar. Ja, wie machen wir das? Wir haben inzwischen wieder genug Magie, um ihn zu meucheln. Das hat, denke ich, ganz gut Schaden gemacht und macht gleich zwei Blutungen. Da waren wir viel zu früh dran. Ja, und so endet die heutige Episode. Hardcore-Bosse haben's halt drauf. Ja, schauen wir dann gleich mal, wie es weitergeht, nicht wahr? Macht's gut, bis morgen dann. Ciao.